Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Runde Star Wars The Old Republic. Heute einen kleinen Equip Run. Level Run. Ich darf das nicht durcheinander wechseln. Durcheinander wechseln. Heute ist Strahius dran. Okay, ich würde sagen, wir machen noch erstmal hier die kleinen. Schön. Lass mich mal Schwert reinwerfen. Oh, I don't know. Hat im Chat geschrieben, warum immer ich. Ich habe drauf geantwortet. Toll. Yay. War so eine allgemeine Frage so. Dürft ihr gerne mal in den Kommentaren beantworten. So der... Ja. Vergeltungsjugger. Wo ordnet er sich DPS-technisch so ein? So Mittelfeld, oberes Mittelfeld, unteres Mittelfeld. Vielleicht sogar eine Top-Class, Crab-Class. Das würde mich mal interessieren. Also falls da einer eine Antwort drauf hat. So, ihr dürft gerne mal ein paar Zeilen dazu schreiben und dann gerne so ein Ranking abgeben. So, eins ist ganz schlecht, ganz unten. Und sagen wir 10. 10 ist halt top. Das dürft ihr gerne mir mal so abgeben. Hier schlagt Herr Krishan an die Besatzung. Unsere neidischen Rivalen wollen unsere große Waffe vernichten. Aber heute verdient sich die Atmosek-Hegemonie ihren Platz in der Galaxis. Systeme fixiert. Zielsysteme fixiert. Kann ich den irgendwie schützen? Naja, lerne ich alles noch, was so an Passives alles dazu kommt. Aber ich bin nicht zufrieden, sage ich ehrlich. Naja, wird noch. Erstmal ein bisschen eingespielt habe, dann auch so gucke, was kann wohin noch. Dann wird das ganz schnell. Bei dem werde ich auch wohl wieder meine Seitentastatur hier an der Maus zur Hilfe nehmen. So, das Ding habe ich drin. Stimmt. Warte, wir lassen ihn dann. Braver Junge. Also die 76 haben wir safe drin. Das ist auch irgendwie so Strahius Outfit, so ein Outfit, was ich auch schon gefühlt ewig habe. Komm her. Thank you.
Ich hab es auch nicht. Ich bin kein Hacker. Bin ich leider raus. Ich mache das so, ich hole mir diesen Wurf tatsächlich noch mit hier drauf. Das wäre, glaube ich, ganz nützlich. Ja! Halt nur aufpassen auf zwei Fähigkeiten, aber das kriegen wir. Ich probiere ihn einfach aus. Hau ich dir eben eine rein, Droide? Ein paar Mal zu viel gedrückt, aber am Ende des Tages klappt's doch. Erstmal räumen wir schön durch die Mitte auf. Hinfeilen. Ah ja, wird alles noch. Ich hab doch das Ding gerade angezündet. Seid ihr? Warum? Wollte gerade sagen, warum zündet er das nicht an? Ah, auch wieder viel Crap. An die Eindringlinge. Diese Station. Ich nehme mir den Knochenflicker vor. Glaubt ihr, dass sie einem einzelnen Angriffsteam unterliegen wird? Das ist pure Arroganz. Also es macht auf jeden Fall Spaß, aber ich merke halt gerade echt, das wieder zu lernen wird nicht ohne. Wahrscheinlich packe ich den erstmal so irgendwo in einen Reservekader, so Fun-Kader, wenn ich so Tech-Runs brauche. Ich habe das bei mir so ein bisschen eingeteilt. So, ich habe meinen Hauptkader, die ich regelmäßig spiele. Da sind überwiegend meine Tanks und meine Heals drin, also alle, die ich halt habe. Gegebenenfalls überlege ich da noch den Deadshot mit reinzunehmen und einen Gipsniper. Oder falls ich irgendwie so ein, zwei Ideen finde, die ich wirklich dann noch auf dem Niveau spielen kann, wo ich sie brauche, wirklich HC bis NIM hin, dann habe ich so meinen zweiten Kader, so meine zweite Reihe. Die ist so ein bisschen, ja, was man halt so mal funmäßig im PvP spielt. Zum Beispiel, also man muss dazu sagen, der erste wäre dann halt auch so der Hauptkader für PvP mit. Da ist halt so einfach der Hauptkader. Also der zweite wäre so ein bisschen ergänzend. Ich kann nicht glauben, dass das geklappt hat.
geht so in die Richtung, ja, so Fun-Runde PvP. Eventuell auch mal so funmäßig so eine leichtere HC, so. Wären dann so, ich sag mal so, die mittleren, die Ds, die ich so okay spiele, womit ich so gewisse OPs dann auch mal überleben. Und so die letzte Reihe ist aktuell die dritte, das ist halt so das, was ich auch mal so in den Vorstellungen als Fun-Kader genannt habe. Das ist einfach der Kader, ja, just for fun. Gegebenenfalls auch für Equip Runs. Wobei bei Equip Runs hätte halt noch die zweite Reihe erst den Vorzug. Also der dritte wäre halt wirklich so der Reservekader. So wirklich, wenn man jetzt irgendwo dringend Punkte braucht, dringend Mats, was auch immer, und ganz viel tägliches abfarmen muss oder auch weekly, dann würde ich den dazu, aber ansonsten eher nicht. Deswegen würde der wahrscheinlich auch erstmal in Kader Nummer 3 gehen. Beispiel wäre zum Beispiel auch der innovative Bewaffnungs-Söldner, den kann der wie auch nicht so gut spielen. Boah, wir schauen mal, was sich so ergibt. Vielleicht lerne ich so alles. Gibt auch manchmal Szenario, da lerne ich manche besser zu spielen. Steigen dann quasi auf. Welche, die steigen ab. Das hat dann auch verschiedenste Gründe. Vielleicht, weil ich sie trotzdem irgendwie verlerne, weil sich irgendwie so diesen Sprung oder dass die wohl nicht halten können, weil sich das Spiel verändert. Aber immer noch voller Furcht vor dem Aufstieg einer rivalisierenden Nation. Aber wir schauen mal. Ich bin ein Schlachtherr der Advosek-Hegemonie. Ich werde euch besiegen. Euch liegt die Schwäche im Blut. Aber das haben wir hier auch gerade gut geschafft. Oberster Kriegsherr. Yes! Ich habe versagt. Wie gesagt, wir bringen erstmal alle auch auf 80 so weitgehend. Weil hier Veteran eben durch das Hater hergeschmissen und alles. Gut. Da habt ihr auch mal so einen kleinen Einblick so nochmal so persönlich so bekommen. So meinen Kader-Einblick. Gut, das war es jedenfalls schon wieder für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen, es hat Spaß gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.